Wir hören bitte weiter. Beispiel 1. Apple ist böse, meinte der Rechtsanwalt meines Vertrauens. Und als ich ihn fragte, woher er das wisse, sagte er, das ist eben so. Offensichtlich hilft es, wenn man ein Computerbetriebssystem hat, das man kleine Maßstäbe hat, wo man es andere nicht hat. So ist das im Leben. Vielleicht meinte er nicht unbedingt, dass Windows nicht böse sei, aber vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie ein. Und das reicht ja schon dann als Gewissheit für den Alltag, zu sagen, okay, ich habe das Betriebssystem, das ich habe, damit will ich leben, und die anderen interessieren mich nicht, die sind ja eh böse. Beispiel 2. Papa, beweis mir, dass du mich lieb hast. Wenn Ihr Sprössling mit dem Satz kommt, können Sie sicher sein, dass er eine ziemlich teure Anschaffung wird. Nur leider funktioniert das nicht so. Liebe lässt sich nicht durch das eine, was man eben mal tut und sei es eine noch so große Investition, beweisen, sondern wenn überhaupt, merke ich etwas von der Liebe eines Menschen durch die vielen Linien, die vielen Fäden, die sich durch das Leben hindurchziehen und die in eine Richtung weisen. Und nur dann hat es auch diese Liebe, die ich erfahre, den Charakter eines Fundamentes, auf das ich bauen kann. Der Spaß geht nicht so sehr. Beispiel 3. Ist der Evangelist Lukas, der widmet seine Schrift, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, einem gewissen Theophilus. Und er schreibt ihm: Lukas, er habe alles unternommen, allen von Grund auf sorgfältig nachzugehen und es der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du, Theophilus, dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also die Frage der Zuverlässigkeit dessen, was in der Bibel steht, hängt nicht davon ab, dass Lukas Augenzeuge gelesen werden und es jetzt aufschreibt und mit Ziel und Brief sagt, ich, Lukas, versichere dir, ich habe es genau gesehen, das ist so. Sondern Lukas ist einer, der Stimmen sammelt. Aus der Gemeinde, der Tradition der Christen, wahrscheinlich ist das Lukas-Evangelium so etwa 30, 35 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden, also es liegt eine Generation dazwischen. Und Lukas sagte Theophilus, du kannst dich, dir traue ich das zu, du kannst dich selbst von der Zuverlässigkeit dessen, was dir in der Gemeinde, in der Kirche vermittelt wurde, dadurch ein Bild verschaffen, indem du das vergleichst mit den Quellen, die ich hier zusammengetragen habe. Also die Frage, ist das zuverlässig der Glaube, ist eine Frage, die zu entscheiden ist, in einem Dreieck zwischen meinen eigenen Erfahrungen, das, was ich selber bin, zwischen das, was ich erlebe in der Gemeinschaft der Glaubenden und dem, was an Zeugnis da ist in der Heiligen Schrift. Also um nochmal zu den anderen beiden Beispielen zurückzukommen, das Beispiel 1, das ist wahrscheinlich, wenn es um den christlichen Glauben geht, das Normale. Es illustriert, wie vielleicht die meisten mit dem Glauben umgehen. Man nimmt ihn hin, mehr oder weniger, wie das Betriebssystem, das mit euch installiert wurde. Es ist so aufwendig, ein anderes Betriebssystem zu lernen. Beziehungsweise, es muss schon sehr viel Unzufriedenheit mit meinem eigenen Windows passieren, dass ich sage, okay, ich wechsle zu Apple. Oder es muss schon endlich viel cooler sein, zu Apple zu gehen, dass ich das mache. Aber ansonsten, ich habe es nur mal, ich habe es so gelernt, also mache ich es weiter. Und es funktioniert ja irgendwie, hilft mir irgendwie, durch den Alltag zu kommen.
stürzt mal ab und dann fährt sie wieder hoch. Nur wenn ich meinen Glauben nur so lebe, dann wird er irgendwann sehr schnell verdunsten, spätestens in der nächsten Generation. Das zweite Beispiel, also Mama, das ist für mich lieb, das ist sozusagen, wenn ich zu Gott komme und sage, jetzt gibt mir Beweis, ich möchte jetzt ein Wunder sehen und ich möchte jetzt endlich mal den Beweis haben. Und es funktioniert nicht. Und da läuft man von Kirche, zu Gemeinde, zu Wallfahrtsort, zu weiß ich was, und sucht nach dem einen Wunder und wird immer wieder frustriert, wenn man sagt, auch das den ganz normalen Alltag nicht einzulassen, das wird viel zu kompliziert. Ich möchte den Beweis des Glaubens haben. Auch die Linien, wo deutlich wird, und das kapiert die Kinder ja auch irgendwann, dass die Eltern keine Halbgötter sind, sondern auch nur Fehler.
Aber sagen ja, die Zuverlässigkeit dieser Lehre, die ist für mich schlüssig. Aufgrund von dem, was ich selber kenne und erfahren habe, auf dem, was ich lerne und sehe, erst bei den Eltern, dann bei Partnern, Freunden, Verwandten, in einer Gemeinde, die ich kennenlerne. Vielleicht bekommt ihr dann nochmal die Bibel in die Hand. Ich nehme diesen Prozess der Auseinandersetzung mit früheren Generationen und Zeiten und versuche, diese Welt zu verstehen und selbst zu schauen, was ist.